Hallo und herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin und seit über 15 Jahren niedergelassen in eigener Praxis. Und heute möchte ich nochmals ein paar Laborergebnisse zeigen von einer Patientin, Jahrgang 1946, also Jahrgang 1946, sprich, sie ist jetzt 75 Jahre alt. Und in erster Linie geht es mir hier um die Schilddrüse. Denn sie hatte eine leichte Hashimoto-Thyreoiditis, eine Schilddrüsenunterfunktion, eine entzündliche. Und ich möchte einfach mal die Werte zeigen, aber auch die Werte drumherum noch ein bisschen. Ich finde es hochinteressant und spannend und habe es auch chronologisch mal geordnet hier. Also nicht nur ein Labor, sondern mehrere Labore. Und ich mache das mal hier so. Ich zeige es dann mal wieder wirklich in die Kamera und hoffe, dass man das auch gut erkennt. Selbstverständlich alles inkognito, das darf ich dann auch in einem Vortrag. Hier sieht man 1946 noch und hier sieht man auch, wann es abgenommen wurde, 2016 hier, 2.12. Und ich erläutere das mal ein bisschen hier. Wir sehen hier zum Beispiel, wir haben hier nochmals Vorwerte, also es ist gar nicht das allererste Labor, das ich mit ihr gemacht habe. Und wir sehen hier einfach mal, sie war auch erschöpft. Sie kam wegen einer Borreliose zu Beginn zu mir. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass sie einen sehr niedrigen Q10-Wert hatte von 0,8, der dann angestiegen ist in diesem Labor schon auf 1,76. War also schon mal ein gutes Ergebnis. Der Biotin-Wert war hier in diesem Labor auch deutlich zu niedrig. Hier ist das Biotin. Wir haben hier ein Vitamin C, das war zu Beginn bei 1,4, sieht man hier. Das war natürlich deutlich zu niedrig hier und ist dann angestiegen auf 10,0. Vitamin D ging so, 36,3 finde ich immer besser mit Picogramm pro Milliliter, wenn es zwischen 50 und 100 liegt. So fürs System. B6 war deutlich zu niedrig. Hier haben wir 5,1 gehabt, B6. Hier haben wir dann schon 12 gehabt. Das ist auch besser, das liegt auf über 30. Vitamin B12 auch hier bei 341. Dann hier wenigstens bei 500. Sie hat ja dann auch ein bisschen was eingenommen. Oh, Entschuldigung, das war es 1,25 OH. Entschuldigung, das Vitamin D hier. Entschuldigung, das war so in Ordnung. Das 1,25 OH ist das bioaktive Vitamin D. Hier unten haben wir das normale 25 OH. Das war bei ihr in Ordnung. Und die Folsäure war bei ihr auch soweit ganz okay. Dann haben wir die Schilddrüsenwerte. Hier, sie kam zu mir mit so einem Schilddrüsen-TSH-Wert. Sie war also in einer... Sie war völlig still, die Schilddrüse war völlig stillgelegt, weil sie so viel L-Thyroxin eingenommen hat. Und wir haben das dann mal ein bisschen angepasst. Ne? Und dann hat sie hier wieder schon wieder relativ normale Schilddrüsenwerte gehabt. Und wir haben das Schilddrüsenergänzungsprofil dann auch noch gemacht. Das kommt jetzt. Und da sehen wir hier, dass der auch im Vorwert hier, dass der mikrosomale Antikörper TPO, also der MAC-Wert sage ich da immer dazu, der lag hier bei 92, der war also deutlich erhöht. Das sind Antikörper der Schilddrüse und hier war der bei von 92 auf 84, ist ein bisschen runtergegangen, gut, und auch der TAC-Wert, der TSH-Rezeptor-Antikörper von 3,5 auf 1,8 runtergegangen, also die zwei Werte sind hier schon eine astreine Hashimoto-Thyreoiditis und hier sehen wir, dass die dann schon besser geworden sind. Nochmals zwei, drei Worte zu Hashimoto-Thyreoiditis, das sind... Man spricht von Autoantikörpern, die die Schilddrüse angreifen. Dann sagt man, das ist eine Autoimmunerkrankung oder eine autoaggressive Erkrankung, dass der Körper sich selbst angreift. Wie auch immer, die Therapie ist hier normalerweise, dass man Schilddrüsenhormone gibt, L-Thyroxin, dass die Schilddrüse hier Unterstützung bekommt, weil sie ja entzündet ist, Schilddrüsen Entzündungswerte ja angestiegen sind und die Schilddrüse überlastet ist. Und ich spreche aber hier nicht von einer Autoimmunerkrankung, ich spreche hier von
proentzündlichen Schilddrüsenwerten, ne? Und behandle die Schilddrüse dann auch so. Ich überlege mir, warum ist die Schilddrüse entzündet. Das hat seine Gründe. Ich habe da auch schon ein Video drüber gemacht. Das sind meist dann bakterielle, virale und toxische Belastungen, also auch Umwelttoxine, die die Schilddrüse belasten. Viren, meistens sind es Herpesviren, Bakterien, das können auch mal Borrelien sein, die hier ihr Unwesen treiben. Und behandle dann auch die Ursachen eben mit. Man kann natürlich dann selbstverständlich bei so einer Hashimoto-Thyreoiditis immer auch schulmedizinisch behandeln. Ich gebe dann auch natürlich auch gerne L-Thyroxin ein und schicke, muss ich immer sagen, wenn hier auch ein Kollege zuschaut, meine Patienten immer zu einer lieben Freundin von mir, einer sehr guten Internistin in solchen Fällen, die dann mit behandelt. Das machen wir dann gemeinsam. Jetzt schauen wir uns mal die Werte an, wie die dann ausgesehen haben. Hier, Moment, ich muss kurz suchen, Entschuldigung, so. Dann etwas später, ein halbes Jahr später. Da haben wir nochmal die Mitochondrien getestet, da ich gesagt habe, wir müssen mal gucken, wie stark da der Körper noch ist, die intakten und die geschädigten Mitochondrien. Da sehen wir, dass hier schon eine starke Schwäche vorliegt der Mitochondrien. Wir haben hier nur noch 87% von intakten Mitochondrien. Und von diesen geschädigten 13% sind reversibel geschädigt 87%, irreversibel geschädigt 13%. Also hier ist noch Luft da, da kann man was machen. Da kann man die reversibel geschädigten Mitochondrien versuchen wieder zu reparieren. Das ist ganz wichtig. Laktatpyruvat haben wir getestet, hier ist Q10, hat sich stabil gehalten. Biotin ist dann hochgegangen, Vitamin C ist noch weiter hochgegangen, das war am Anfang ja ganz, ganz unten. Vitamin B6 immer noch unten, B12 unten. Vitamin D ist auch noch ein bisschen höher gegangen und die Folsäure auch. Die Werte schaue ich mir immer ganz gern an. Und dann eben hier habe ich ja auch mal das Progesteron angeschaut. Das war natürlich auch unten, klar. Und die Schilddrüsenwerte hier waren dann doch die ganz normalen. Ne? Das ist das FT3, FT4, das sind die Schilddrüsenhormone. Habe ich in meinen Schilddrüsenvideos alles schon erklärt. Wenn dich das interessiert, schau es dir bitte an. Der TSH-Wert, der hier auch so wichtig ist, der war auch im völligen Normbereich. Wie gesagt, sie hat aber auch eine Substitution mit L-Thyroxin bekommen. Und hier sehen wir nochmal die Autoantikörper. Die sind dann weiter gesunken von 1,8 auf 1,7. Das sind immer die Vorwerte hier. Und von 84 auf 70. Also die Entzündungswerte des Schilddrüses sind dann weiter abgesunken. Wir haben hier noch eine Borreliose dann festgestellt bei ihr. Sieht man also nochmals, dass da auch eine leichte Borreliose da ist. Und wie gesagt, wegen der ist ja auch gekommen. Dann haben wir hier weitere Werte von 2018. Haben wir nochmal ein paar Werte untersucht. Hier sehen wir nochmals so eine mitochondriale Untersuchung. Hier steht auch mitochondriale Medizin drüber. Da sehen wir, dass die Superoxiddismutase auch deutlich zu niedrig liegt. Habe ich auch ein Video drüber gedreht. Und eine leichte Oxidation da ist, das ist natürlich auch immer eine proentzündliche Situation im Körper. Die Laktaten, die Pyruvatwerte sind deutlich besser geworden zu den Vorwerten. Also das ist ja ganz toll natürlich. Und hier haben sich die Werte auch, wir haben wieder mit K1 und K2 getestet. K2 war deutlich zu niedrig, Vorwert hier. Also K2 ist auch unheimlich wichtig. Und Vitamin D, hier war er noch niedriger, das ist der K27, der 7er ist noch der noch wichtigere, war aber bei 271, sie hat ein bisschen substituiert, der ist dann auf 600 quasi hochgegangen, also haben wir schon auch einen leichten Erfolg zu verbuchen gehabt. Vitamin D hat sich das 1,25 UH wieder, das ist das Bioaktive, das ist angestiegen von 48 auf 70. Und die anderen Werte hier, die wir hier nochmals getestet haben, einschließlich des 25 UH Vitamin Ds, hat sich also wunderbar stabil, haben die sich gehalten und haben sich auch verbessert. Das sind also mitochondriale Werte. Wir haben hier
Dann, wie gesagt, ich möchte heute auf die Schilddrüsenhormone eingehen. Schauen wir hier nochmal, wie sehen die jetzt aus. Die FT3, FT4 und TSH-Wert haben sich auch stabil gehalten. Und hier ist mal genau hinschauen, das ist wichtig. Der TAC-Wert, also der TSH-Rezeptor-Antikörper, ist von 1,7 auf unter 0,3 runter. Ich zeige es nochmals. Von 1,7 auf unter 0,3. Der ist weg. Und der MAC-Wert, der mikrosomale Antikörper, TPO-Wert, der ist von 70 auf 58 runter. Also noch eine weitere Verbesserung. Die Borrelienwerte sind von 24 auf unter 1. Na, Vorwert hier rechts und hier der Wert jetzt. Hat also auch funktioniert. Allerdings muss man sagen, hier man sieht auch den CRP-Wert, also sie hat schon noch eine gute Entzündung im Körper. Das ist ein Wert, der CRP-Wert, der spricht bei allen Entzündungen im Körper an, egal was es ist, auch wenn es nur ein Schnupfen ist. Dann haben wir hier auch nochmals ein halbes Jahr später nochmals die Werte. Da haben wir jetzt nur die Schilddrüsenwerte abgenommen, also nicht die MAC- und die TAC-Werte. Die zeige ich jetzt einfach nochmals, die haben sich auch wieder stabil gehalten. Das ist ganz wichtig, wenn man so eine Therapie macht. Auch Hormone noch gibt. Und der CRP-Wert ist von 13 auf 0,9 runtergegangen. Also der hat sich dann auch beruhigt. War ein halbes Jahr später. Also auch wieder eine Verbesserung. Dann haben wir hier nochmals getestet, wieder etwas später. Wahrscheinlich, ich sehe das Datum hier nicht, einige Zeit später. Wir haben hier den TSH-Wert, Antikörper nochmal, der ist ja auf 0,3 runter, der hat sich also gehalten, der ist unten geblieben. Ne? Das sind keine Autoantikörper mehr da, die sind weg und der MAC-Wert ist von 58,63, der ist ungefähr gleich geblieben. Ne? Also schon noch eine leichte Hashimoto-Thyreoiditis zu sehen. Gut. Jetzt schauen wir weiter, wie sie hat sich dann entwickelt. Sie kam dann alle halbe Jahr, ne? Und so machen das viele Patienten bei mir. Wir haben dann hier nochmals Q10 und das Gesamtcholesterin haben wir hier noch. Da haben wir nochmals, jetzt haben wir hier nochmals den Vitamin K2-Wert, der ist dann hier das letzte Mal schon auf 4000 angestiegen, ja? Von einem Anfang von 200 ungefähr, hier auf 5000. Er soll auch hier mit Substitutionen bis auf 6500 gehen, das schreiben die hier auch hin. Also da haben wir jetzt auch mal einen guten K2-Wert, das ist für so eine ältere Dame sehr, sehr wichtig, dass sie einen guten K2-Wert hat wegen den Gefäßen. Der Vitamin C-Wert ist wieder abgerutscht, das geht ganz schnell, wenn man aufhört, Vitamin C zu nehmen, von 12,8, wie man sieht hier, auf 1,3, das ist ja nahe eines Skorbuts. Also kein Spaß. Und wir sehen hier im selbigen Labor nochmals die Schilddrüsenwerte, die sich dann auch, die ganz normalen nochmal, die sich auch gut gehalten haben. TSH, T3, T4 und auch nochmal die Borreliose-Werte haben wir nochmals getestet, weil wegen dem ist er ursprünglich gekommen, die sind auch völlig unten geblieben. Also Borrelien waren dann erstmal weg. Ja, da hat sie sich auch gefreut. Gut, wir sehen hier, das habe ich die Fettsäuren, das habe ich ja schon oft gezeigt, dass die halt, waren bei ihr auch gut, ne, weil sie was eingenommen hat. Aber was ich hier nochmal interessant finde, ist die Superoxidismutase bei 32,9 und bei 31,02, also deutlich erniedrigte Superoxidismutase. Und da liegt dann auch wiederum der Hase im Pfeffer. Da habe ich ja auch schon mal ein schönes Video drüber gedreht, warum dieser Wert so dermaßen wichtig ist. Und sie hat da sicherlich ein homozygotes Problem, also quasi, dass die Hormone, dass dieses Gen hier wirklich ausgeschalten ist, ja, dieses Enzymsystem, dass da wirklich sehr wenig gebildet wird. Hier sehen wir es auch nochmal. Das war dann 13.11.2020, das ist das letzte Labor, das wir von ihr hatten. Und die ist auch unten geblieben, leider.
häufig bekommen wir das hin, dass die wieder ansteigt. Das ist also nicht so einfach. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es halt auch. Das darf ich dazu sagen. Gell? Und das hat auch mit dem Ganzen was zu tun, weil eine Pro-Oxidation hier, das ist ein ganz starkes Antioxidans, die ist, das ist ja sehr wichtig. Hier vielleicht auch noch ein Wort dazu. Wenn das Superoxidismutase-System zum Beispiel nicht richtig funktioniert oder das Glutathion-System, Glutathion-Peroxidase, nicht richtig funktioniert, dann haben wir Probleme mit einer Antioxidation im Körper. Dann müssen wir dem Körper helfen, dass er besser antioxidiert. Und deswegen, wenn diese Patientin kein Vitamin C zum Beispiel einnimmt, dann sackt der Vitamin C-Wert ab, weil das wird sehr schnell verbraucht. Weil sie braucht zusätzlich Antioxidantien, weil das Superoxidismutase-System nicht richtig funktioniert, genetisch bedingt. Habe ich, wie gesagt, ein Video darüber gemacht. Und das sieht man hier dann immer ganz deutlich, dass die ganz schnell in den Keller gehen mit ihren Antioxidantien, mit den Vitaminen. Sind die ganz schnell im Keller. Und dann flammt natürlich die Oxidation, die Entzündung auf. Und dann haben natürlich solche Schwachstellen, wie dann die Schilddrüse zum Beispiel bei dieser Patientin, wieder gute Chancen, wieder aufzuflammen. Da muss man dann schon was tun. Und das nennt man auf Deutsch auch Ernährungsmedizin. Schauen wir uns ganz zum Schluss, das war wie gesagt das letzte Labor im Herbst letzten Jahres. Und dann sehen wir hier nochmals die Schilddrüsenwerte, die möchte ich einfach auch nochmals kurz zeigen. Hier, der ist unten geblieben, der TAC-Wert, ja, dieser Wert hier. Und der andere war ja bei 63 und jetzt war er nur noch bei 47 und der ist dann auch unten geblieben. Und das ist natürlich ein ganz hervorragendes, eine hervorragende Entwicklung. Und sie hat mir jetzt gestern erzählt, es gehe ihr sehr gut und wir haben die Werte jetzt nochmals abgenommen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt diese Schilddrüsenwerte aussagen, ob wir die Hashimoto-Thyreoiditis jetzt vollständig geheilt haben. Man sieht hier noch die Herpeswerte, wir haben den HAV6, da hat sie hohe Antikörperzahl, das heißt einen hohen Titer, sie hat den Herpes, humanen Herpesvirus Typ 6 im Körper. Und wir sehen auch hier, dass er natürlich auch den Epstein-Barr-Virus im Körper hat. Da hat sie auch dann hohe Zahlen, Immunglobuline G. Und die sind ja auch mitverantwortlich häufig für eine Hashimoto-Thyreoiditis oder für Schilddrüsenunterfunktionen, für Schilddrüsenprobleme, für Schilddrüsenentzündungen eben. Ne? Und nochmals, für mich sind die TAC- und die MAC-Werte, die ich gerade gezeigt habe, Schilddrüsenspezifische Entzündungswerte. Und die behandle ich dann eben auch so, plus die ganz normale Schulmedizin. Und das kann man wunderbar dann vereinen. Da kann auch gar niemand was sagen, dass man hier was falsch macht, weil wir einfach zusätzlich ursächlich behandeln und nicht nur stumpfsinnig irgendwelche Hormone geben und sagen, das ist es halt so, da ist eine Hashimoto-Thyreoiditis da, das hat ja eh jeder Zweite. Ich sage es nochmals, das habe ich schon oft gehört, das hat ja eh jeder Zweite. Das ist halt so. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Und das sind schöne Ergebnisse. Und wie gesagt, die Patientin hat gesagt, mir geht es deutlich besser im Laufe der Jahre jetzt. Und das ist natürlich auch ein längerer Prozess. Und für die unter euch, die sagen, ja gut, da muss man immer ein teures Labor machen, sicher, das sind schulmedizinische Werte. Natürlich die Superoxidismutase oder auch diese ganzen Enzyme und Vitamine, die kosten natürlich ein bisschen was, die müssen aber nicht immer gemacht werden. Ich habe ausgerechnet, ich habe so viele Labore untersucht und begutachtet und mit meinen Patienten gesprochen, wenn ich die aufeinanderlegen würde, wären es 7 Meter hoch, die Papiere, einfach ein Papier auf dem anderen, 7 Meter hoch. Ich kann auch aus der Erfahrung heraus wirklich sehr viel hier machen. Die Therapie ist dann eh immer die gleiche, darf ich dazu sagen. Natürlich schön, wenn man es schwarz auf weiß hat, aber die Therapie ist in solchen Fällen, die schüttel ich aus dem Handgelenk, will ich mal sagen mittlerweile. Man muss nicht immer solche teuren Labore machen. Man kann es machen, ich zeige es eben gern, dass man mal auch einen Verlauf sieht. Ne? Und diese MAC- und die TAC-Werte, die werden eh vom normalen Hausarzt auch abgenommen. Der guckt dann natürlich schon danach, ist ja ganz klar. Und da kann man also, ich darf es nochmal sagen, wirklich viel machen, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt
und sich ein bisschen mit der Biochemie auch auskennt und auch mit den Hintergründen ein bisschen tiefer gräbt, also die Oxidation noch anschaut, die proentzündliche Situation im Körper und woher kommt jetzt die Entzündung im Körper, woher kommt denn die, ne? Die hat ja auch eine Ursache, die kommt ja nicht nur einfach hier so, dass die Schilddrüse mal so ein bisschen überlastet ist und sich dann einfach mal so entzündet, ne? So, ne? Nö, Quatsch. Das sind Toxine, Umweltgifte, die da reinwandern durchs Lymphsystem, das sind Viren, die hier reinwandern. Es können auch Bakterien sein, die hier noch ihr Unwesen treiben. Und mittlerweile kann es auch noch die Strahlung sein, der Elektrosmog, der macht nämlich auch ganz schön viel kaputt. Und wer immer noch glaubt, dass wir keine chronischen viralen Infektionen haben, also Slow Virus Infections, die jederzeit aufflammen können und im Körper irgendwo ihr Unheil anrichten können. Oder dass wir keine Silent Inflammations haben, dass der Körper wirklich entzündet ist und sich nicht so wohl fühlt, weil wir in eine Oxidation kommen. Und wer immer noch glaubt, dass wir keine Umwelttoxine in uns drin haben, in einem Quadratmikrometer, Quadratkubikmeter sind 60.000 Toxine zu finden im Bindegewebe, im Pirschinger Raum. Das ist natürlich dann, es ist einfach so. Ne? Und wer immer noch glaubt, dass die Strahlung, der Elektrosmog, WLAN-Strahlung, Handystrahlung und so weiter keinen Schaden anrichtet, der ist sowas von dermaßen auf dem Holzweg. Da kann ich ja nur lachen. Ne? Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das ist ein bisschen zynisch von mir heute. Ich weiß, aber ich darf das auch mal sagen, weil das ist wirklich so. Und wenn ich solche blöden Aussagen höre, wie neulich eine Professorin an der Uni Heidelberg zu einem meiner Patienten gesagt hat, Herr So-und-so, Sie wollen doch bitte nicht auf Ihr Handy verzichten, weil ich gesagt habe, dass der Hirntumor auf der rechten Seite von der Handystrahlung kommt, weil er immer hier telefoniert hat, jahrelang ein sehr junger Patient. Und sie sagt dann, sie hat gesagt, es wäre totaler Quatsch. Sie wissen zwar nicht, woher der Tumor kommt, aber hier... aber von der Handystrahlung ganz sicher nicht, dann kann ich wirklich auch nur lachen. Und der hat mir leid getan. Ne? Aber gleich mit Chemotherapie oben draufhauen und so weiter und so fort. Die OP war super, aber ist eine andere Geschichte. Aber sowas höre ich tagtäglich. Und irgendwann mal, ich darf es hier einfach auch mal so sagen, es ist keine Kritik, muss ich auch immer wieder sagen, aber es liegt doch auf der Hand, warum die Krankheiten entstehen. Und dann muss man die halt auch mal richtig ursächlich behandeln. Und wenn der Hausarzt keine Zeit hat, was ich tausendmal verstehe, ich habe auch schon in einer Hausarztpraxis gearbeitet, 2 Jahre lang, und habe zwischen 60 und 150 Patienten am Tag gesehen. Am Tag. Zack, zack, zack. Da habe ich natürlich keine Zeit gehabt, so eine Therapie zu machen. Dann verstehe ich das, aber dann liegt es in deiner Verantwortung, dass du dein Bewusstsein für deine Gesundheit erweiterst und dir eben dann einen anderen Weg suchst. Es gibt genügend Bücher darüber. Ich kann hier auch mal ein Buch zeigen, zum Beispiel über die Schilddrüse selbst. Da gibt es genügend Bücher. Ich greife einfach mal hier rein. Ich habe so viele Bücher. Wunderschönes Buch. Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto anders behandeln, von einem Dr. Karazian heißt der. Ich halte es mal noch kurz in die Kamera, das findet man nämlich, das ist ein ganz tolles Buch. Und da sind so coole Tipps drin, der geht ein bisschen in die Organtherapie rein, der geht in die Pflanzenheilkunde rein, der geht in die Ernährungsmedizin rein. Wow, 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 muss ich sagen, also genau mein Ding, ja, das was ich auch mache. Aber ich muss sagen, für einen Laien fast etwas zu hoch, aber es steht hier alles geschrieben. Ne? Und das hat alles hier mit der Schilddrüse zu tun. Ich darf es nur mal kurz zeigen, dass man es auch mal schwarz auf weiß hier sieht, was ich hier immer erzähle. Chronische Entzündungen, Infektionen und Viren. Es steht hier alles drin. Das weiß man. Und deswegen funktioniert das auch. Also man kann sich dann auch einfach mal selber hinsetzen. Man muss dann nicht immer zu so einem Arzt gehen wie mir und vielleicht auch einen Heilpraktiker mal suchen, der sich mit auskennt.
Aber man kann auch ein Eigenstudio machen und es einfach mal ausprobieren. Ganz hervorragendes Buch. Der hat wirklich Ahnung, der Typ, muss ich sagen. Toll. So, das war nochmal ein kleiner Ausflug in die Praxis von mir. Sowas mache ich tagtäglich mehrmals, bespreche ich auch Laborwerte mit Patienten. Ich darf zusätzlich sagen, heute war auch ein Patient da, der hat kein Labor bekommen. Wir haben ihn kinesiologisch ausgetestet, haben ganz genau geguckt, das klappt auch super. Man muss auch nicht immer so ein teures Labor machen. Das darf ich auch nochmal dazu sagen. Und es funktioniert dann auch. Also, ich hoffe, ich habe dir, wie gesagt, dein Bewusstsein ein bisschen erweitern können in Richtung Gesundheit, in Richtung von deiner Gesundheit. Das ist mir nämlich hier wichtig, dass du siehst, wow, es funktioniert und man kann immer etwas tun. Man kann immer etwas tun. Immer. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Ja? Nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn du irgendwas hast. Ich werde noch viele, viele weitere Videos drehen. Es ist jedenfalls mein Plan. Ich habe so eine Liste mittlerweile, was ich noch alles zu sagen habe hier. Und die hört auch nicht auf. Ja. Und wenn ich nur Patientenbeispiele bringe, die bei mir waren und einfach mal ein bisschen was erzähle, selbstverständlich immer komplett in der ärztlichen Schweigepflicht drin, weil ich niemals Namen oder sonst was nenne, da halte ich mich ganz, ganz, ganz starr und stur dran, das ist sonnenklar. Das sind hier einfach Vorträge, das darf ich so machen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Gesundheit und ich hoffe, du kannst was mit anfangen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, danke.